In letzten Folgen. Sohn des Sparda. Ich heiße Virgil. Sparda? Das. Mutter? Ich hatte auch einen Bruder. Das Raptor News Network und Virility aus dem Weg räumen. Das, mein Sohn, ist Freiheit. Er hat eine Schwachstelle? Kind gebären. Seinen Erben. Du willst Mundus verlieren. Du bist gefeuert! Nicht schießen! Nein! Scheiße! Mundus weiß weniger, als ich dachte. Er kennt meinen Namen, doch das ist alles. Wählen wir das. Jetzt gleich. Das ist mal ein Gesicht, das nur die eigene Mutter lieben kann. Wenn du meinen Befehlen folgst, wird euch nichts geschehen. Oh. Was zur Hölle? Oh. Man legt sich nicht mit Göttern an. Hallöchen und herzlich willkommen wieder bei Devil May Cry. So, jetzt, was haben wir? Oh, langsam müde. Mission begonnen oder begonnen? Der Plan, hm. Egal. Also ist das Höllentor die Hauptquelle von Mundus Macht. Es kann nur von dieser Kammer aus erreicht werden. Du musst in die Kammer eindringen und es schließen. Mundus ist immer noch von seinem Wutausbruch erschöpft. Jetzt kannst du ihn besiegen. Mundus hat keine Ahnung, dass Virgil ein Nephilim ist. Und das werden wir taktisch ausnutzen. Irgendwo hier ist ein Hintereingang in den Turm. Virgil, du musst unbemerkt das Sicherheitszentrum erreichen. Also Dante, du wirst für Ablenkung sorgen. Hier. Hey Jungs, wollt ihr kämpfen? Hier bin ich. Genau wie dein Vater. Einfach nur größenwahnsinnig. Ich, ein Gott, gegen dich, ein Stück Scheiße. Moment. Wenn er das Stück Scheiße wird, der stärker als du. Also. Sobald Mundus dich erblickt, die Hölle los sein. Also halte dich am Turmeingang. Ja, leicht gesagt hast du getan. Das war nur ein paar Schritte. Fucking paar Schritte. Und der macht seine Hülle! Die Tore werden verschlossen. Dante, du musst sie beschäftigen, während Virgil sich auf den Weg zum Turm macht. Ah. Oh.
Dante. Renn zum Haupteingang, bevor er sich versiegelt. Scheiße! Wir bleiben höchstens ein paar Sekunden. Okay, so. 5, 4, 3, 2, 1. Ach, scheiße. Ah! Da bin ich richtig zugehört. Fuck. Dante, renn zum Haupteingang, bevor er sich versiegelt. Wir bleiben höchstens ein paar Sekunden. Sobald du drin bist, musst du dich Mundus bestem Wächter stellen. Mach mit ihm kurzen Prozess. Und los! Alter! Oh, das hast du nicht erwartet, gell? Scheiße. Ah, leck mich am Arsch. Schalte die internen Sicherheitskameras aus. Dann weiß Mundus nicht mehr, wo du bist. Oh, danke. Da ist noch extra. Schau ich nur so kurz nach, ob irgendwo gibt's. Komm zu mir, wenn du kannst, Dante. Ich warte schon auf dich. Du bist so naiv, Mundo. Noch nie benutzt. Das habe ich auch benutzt. Das wird auch eine gute Idee. Hab ich sehr offen. So. Die Firmenbüros werden gut geschützt. Die einzige Ausnahme ist die 87. Etage, die leer steht.
Dort wirst du dich mit Virgil treffen. Zu stehen. Geil. Ja, alles klar. Hier trennt ihr euch. Dante, begib dich zum Ostflügel. Virgil, du gehst zum Westflügel, wo sich der Hauptserverraum befindet. Viel Glück. Dir auch. Dante, du musst eine Überführung in den Ostflügel nehmen. Die Überführung befindet sich entlang dieses Weges. Virgil wird erst die Server im Westflügel übernehmen. Er wird den Weg für dich öffnen. Okay. Ja, so mag ich. Kurz und schmerzlos, so wollte ich sagen. Achso, meine Freunde! Ah ja, und so mich leben der kleine Knusper noch dafür. Vorkehrungen auf dem Weg zum Ostflügel sind streng und du wirst aufgehalten werden. Also versuch nicht gleich durchzukommen. Bingo. Sobald der Weg frei ist, solltest du dich in den Ostflügel begeben. Pass auf, in diesen Etagen bist du nicht allein. Du wirst nicht einfach durchkommen. Doch wenn du am Ball bleibst, kannst du ihn einschalten. 87. Etage. Dies ist der Finanzflügel. Die Leute, die hier arbeiten, sind kaum noch menschlich. Sie wurden so sehr verdorben, dass man sie nicht mehr erkennen kann. Eines Tages wird die ganze Menschheit wie diese armen Wesen vom Mundus versklavt sein. Tja, ach so. Also das ist die Wirtschaftshölle. Will du gib mir ab die Senkel. Weißt du das? Let's
fucking yeah. Von hier aus musst du es auf die nächste Etage schaffen. Wie sagst du damit? Das soll mich genervt, dann hast du. Gehen wir weiter, schauen wir mal. Was ist das? Ja. Jetzt weiß ich aber wie. Also, ja. Das war geil. Und jetzt? Ah, nix. So bin ich hier reingekommen. Aufzug kann ich nehmen. Ich glaube, das ist noch nicht alles hier. Mann. Was hat sie gesagt? 105. Etage. Übergang. Ja. Etage 105. Du willst zur 106. Etage. Was du auch tust, steig nicht bei der 105. Etage aus. Dort warten zu viele. Oh, oh Scheiße! Scheiße. Eben nicht Alarm. Okay. Ja, runter geht will ich nicht springen. Hier nicht. Okay, jetzt gibt es kein Zurück. Okay, ja, das stimmt. Was mache ich jetzt? Wie geht da lang? Scheiße. Wollt ihr spielen? Hab ich schon ein anderes Spiel. Da. Ah, hab ich vergessen. Yeah.
aber das hat sich gereicht, mich hier aufzuhalten. Und du kommst zu mir. Oh yeah. Le? Alles. Oh, haben wir was? Was? Nö. Oh. Ja, aber es ist Doppelteam. Also ja, scheiße. Das war knapp. Muss er das machen. Ja. Warte mal. Das war, glaube ich, so. Ajo! Oh nein, das tust du nicht! Fucking Wände! Ohne Scheiß! What the fuck? Boah, machen mir Angst! Okay. Oh fucking yeah! Treib dein Schlitz. Wow, das war nice. Ah, fuck. Ich hab nicht erwartet, dass das funktionieren mit dieser Attacke. Ich hab gedacht, eine wird übrig. Alle habe ich geschlitzt. So. Okay. Inzwischen haben die Dämonen deine Anwesenheit im Ostflügel bemerkt. Wird Zeit, dass du verschwindest. Scheiße. Fuck. Oh.
Würde einfacher sein, ja, aber nein, die muss immer schwieriger machen, gell? Guck mal. Oh. Fuck. Nein. Ja! Scheiße. Atmen auf diese Seite irgendwie. Haben wir dann gleich. Scheiße. Komm schon, Virgil. Halt durch, Dante. Virgil, pass bloß auf, dass du nicht den Schutzmechanismus auslöst. Bingo. Bingo. Nicht Bingo. Verdammt! Virgil, du darfst dich nicht in den Limbus zerren lassen. Sonst können wir die Server nicht mehr hacken. Wenn du erwischt wirst, ist alles aus. Ich kann es schaffen. Oh! Ach, Scheiße. Ah! Hab ich geschafft, ja. So Leute. Du lebst noch! Ich glaub ja, da bist du tot. Denke her. Ja! Oh, fuck! Yeah! Virgil wird dich im Hauptaufzug treffen. Ja, Haupt. Auf andere Seite, aber... Ja, hab's vermutet. Niemand wartet auf mich. Ja, haben wir und... Oh, wie nett. Da war ich genug Geld. Hallo? Okay. Hier drüben. Ja. Schau kurz was. Dort wirst du dich mit Virgil treffen. Scheint, als hätten wir Cat unterschätzt. Ich nicht. Sie bedeutet dir viel, was? Dabei hast du mal gesagt, dir wäre alles scheißegal. Hm. Nimm den Aufzug zur 154. Etage. Hier, Dante, nimm das. Was ist es? Ich habe es einem Sicherheitsbeamten abgenommen. Es ist eine dämonische Waffe. Im Limbus ist die sehr mächtig. Danke. Virgil, du begibst dich in der echten Welt bis zum Munduskammer. Dante, vom Limbus aus gibt es keinen Weg. Also musst du den Westflügel nutzen. Finde den Übergang zum Westflügel. Okay. Was die macht, erfahren wir gleich.
werfen deine Feinde. Ja. Gehen wir weiter. Ah! Wir sind jetzt Kinderspiel sehen. Da lang, okay. Aber da haben wir meinen Kumpel gesehen. Ein Freund, Seele. So, der habe ich schon. Hier spielt langsam alles verrückt. Du musst noch durch 5 höllische Stockwerke nach oben. Ich hoffe, du schaffst es. Es wird nicht leicht. 5 höllisch. Wie meint höllisch? Okay, da sind meine höllischen. Leck mir am Arsch. Okay. Hoch, runter, hoch, runter, okay. Wie soll ich sehen? Sie hat recht. Das ist höllisch. Ah, viel besser. Zu diesem Zeitpunkt solltest du den Hauptkern sehen, Dante. Du musst irgendwie in ihn einbrechen. Muss man mit dieser Waffe den Sieg kämpfen. So. Ha ha ha!
Laser. Und was sagst du jetzt? Mein Ergebnis aus. Hab zwei Tore irgendwie nicht gesehen. Ja, scheißegal. Egal. Am meisten erst wir bekommen. Ja, gut sind. Und scheiße. Also Leute, das war's. Und bis nächstes Mal. Ciao.